Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen unseres Projektkonsortiums, dem Team der Universität Vechta und dem Verbund Transformationsforschung Agrar Niedersachsen begrüße ich Sie heute aufs Herzlichste zu dieser Abschlussveranstaltung, diesem Workshop unseres Projektes SDG Labs Making the SDGs Our Business. Das Projekt wird nun tatsächlich Ende Januar 2022 abgeschlossen werden. Und unsere Veranstaltung heute ist nun eine von mehreren Workshops, die im Dezember von allen Konsortialpartnern in verschiedenen Regionen Europas auch durchgeführt werden. Ich möchte mit Ihnen einen Blick auf die Agenda für heute werfen. Nach einer kurzen Einführung wird Professor Marco Riegmann aus unserem Projekt hier in der Leitung Rückblick auf diese 3 Jahre intensiver Arbeit mit der Region im Projektkonsortium werfen und gleichzeitig gemeinsam dann mit Larissa Jäger und Lukas Scherak, die gemeinsam hier das Kernteam der SDGs-Gruppe in Vechta bilden, eben gemeinsam auf die Ergebnisse schauen und ein paar Einblicke und ja, Möglichkeiten aufzeigen, wie wir die Ergebnisse, die wir in dem Projekt erarbeitet haben, wie Sie die vielleicht auch direkt nutzen können. Es folgt dann eine kurze Diskussion und im Anschluss haben wir dann die Möglichkeit, dass Dr. Ingo Strück von der Wiesenhof Geflügelkontor GmbH zusammen mit Leonie Wegner, die beide unsere ja, intensive mitarbeitenden Projektpartner in diesem Projekt sind, ihre Sicht und ihre Perspektive auf dieses Projekt und die Ergebnisse dann gemeinsam einmal darstellen werden. Und im Anschluss haben wir noch Daniel Joachim von der Netrocks GmbH dabei, der uns ebenfalls einen Einblick aus der, sag ich mal, Start-up-Perspektive geben wird. Nach einer Diskussion gehen wir dann eine kurze Pause, um dann ganz intensiv mit Ihnen zusammenzuarbeiten und zwar in den Workshop tatsächlich zu gehen, wo wir dann Anwendungsmöglichkeiten der Online-Lernplattform und der Open-Access-Materialien zu geben, wo wir dann Möglichkeiten aufzeigen, was Sie nutzen können als Ergebnisse aus dem Projekt. Und Marco Riegmann wird dann zum Abschluss nochmal die Ergebnisse zusammenfassen. Und ich denke, dass wir dann kurz nach 16 Uhr auch soweit den Workshop abschließen können. Genau, das wäre das Programm für heute und wir freuen uns, dass wir heute hier gemeinsam mit Ihnen zusammen, werden immer mehr. Ich sehe schon, die Zahl der Teilnehmenden steigt. 30 waren angemeldet. Das wird ist eine sehr, sehr gute Gruppe, dass wir gemeinsam mit Ihnen heute diesen Nachmittag im Sinne der globalen Nachhaltigkeitsziele verbringen. Ich möchte Ihnen eine kurze fachliche Einführung geben. Mein Name ist Barbara Gabkowski, ich bin die Leiterin des Verbunds Transformationsforschung Agrar. Und ja, die Frage, die uns hier in der Region des Oldenburger Münsterlandes in der Agrar- und Ernährungswirtschaft tatsächlich umtreibt in diesem Transformationsprozess ist, wie zukunftsfähig sind denn zum einen die landwirtschaftlichen Betriebe, aber auch die kleinen und mittelständischen und auch großen Unternehmen hier im Oldenburger Münsterland, meine Damen und Herren? Und wir sehen ganz klar, nicht nur hier in der Region, sondern auch weltweit sind wir in einem großen Transformationsprozess, der unterschiedliche Treiber, Ursachen, aber auch unterschiedliche Entwicklungen nun auch für unsere Region bereithält. Wir sehen, dass wir ganz stark an unsere planetaren Grenzen gekommen sind. Und gleichzeitig ist der Klimawandel ein ganz großes Thema. Das wird 2022 eines der Megathemen sein. Genauso wie Wasserverfügbarkeit, aber auch Anpassungsstrategien an zunehmend höhere Temperaturen, an eine Volatilität der Wetterereignisse werden uns sehr stark beschäftigen in der Agrar- und Ernährungswirtschaft.
Gleichzeitig haben wir viele neue digitale Technologien, die ganz neue Dimensionen für uns aufzeigen, auch neue Prozesse, neue Produkte, neue Verfahren hier zu etablieren in allen Wirtschaftsbereichen. Das Ganze hat natürlich aber auch sehr viele disruptive Effekte, die wir zum Beispiel in der Agrar- und Ernährungswirtschaft anhand eines Strukturwandels schon ganz, ganz deutlich sehen. Gleichzeitig haben wir einen gesellschaftlichen Wandel, der in unterschiedlichen Dimensionen stattfindet. Wir haben ethische Bedenken im Kontext der konventionellen Agrar- und Ernährungswirtschaft und ihrer Produktionsverfahren. Ich nenne hier nur den Bereich Nutztierproduktion und Nutztierhaltung. Wir haben aber auch ganz neue Konsumstrukturen in Form von Einkaufsverhalten, in Form von Ernährungsverhalten, in Form von sozialen Interaktionen. Und das Ganze steht aber auch im Kontext eines internationalen Marktgeschehens, der die Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft insbesondere vor ganz große Herausforderungen stellt. Covid-19 hat dann nochmal komplett alles auf den Kopf gestellt, hat natürlich auch sehr, sehr stark dazu beigetragen, dass wir die digitalen Technologien noch viel stärker nun hier nach vorne gebracht haben. Das heißt, er hat auch sehr viel Innovation, sehr viel Innovation oder Innovationsimpulse gegeben. Und gleichzeitig wird in den letzten 2 Jahren auch eben diese Nachhaltigkeitsorientierung, über die wir heute auch sprechen werden, zu einem zentralen Thema für die Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Das heißt, unser Agrar- oder Agri-Food-System ist im Wandel und die Sustainable Development Goals und ihre 169 Unterziele und noch mehr Indikatoren sind hier der normative Rahmen, in dem wir auch uns mit Trafo Agrar tatsächlich sehr, sehr stark beschäftigen. Das heißt, wir haben hier aufgrund dieser Voraussetzung einen Paradigmenwechsel. Das heißt, dieser grüne Wandel ist das neue New Normal vielleicht jeder Business-Strategie, was wir jetzt auch viel auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen jetzt schon sehen. Trafo Agrar ist selbst oder versteht sich selbst als eine Plattform für eine transformative, aber auch sehr, sehr stark anwendungsbezogene Forschung auf Basis einer gleichrangigen Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Und das greift so ein bisschen auch in das, was die SDGs zum Teil in ihren Bereichen fordern, nämlich, dass wir eben gemeinsam uns auf diese Nachhaltigkeitsorientierung gemeinsam als Gesellschaft nach vorne begeben. Wir führen sehr, sehr viele Praxisprojekte durch, haben Wissenstransferaktivitäten, Partizipation und Kommunikation sind sehr wichtige Elemente in unserer Arbeit. Und wie gesagt, sind die SDGs und die hier als Wedding Cake, was Sie sicher alle kennen, der einfach hier sagt, dass die unsere natürlichen Grundlagen, also Leben an Wasser auf Land und die Integrität der Biosphäre letztendlich unsere Basis sind, um alle anderen Ziele der Vereinten Nationen dann auch erreichen zu können. Und das ist eben sehr, sehr starke Grundlage unserer Arbeit. Und dass wir das auch im unternehmerischen Kontext tatsächlich auch gewertschätzt bekommen, zeigt hier nur ein kleines Beispiel, was ich Ihnen mitgebracht habe, hier aus einer Marktforschungsstudie vom April 21 von Roland Berger, die sich stützt auf eine Befragung von knapp 19.000 Befragte in 28 Ländern und die fragen, wie sieht denn der Trend zu grünen Produkten und Dienstleistungen aus? Und sie sagen, Konsumenten sind bereit, für glaubwürdige, umweltfreundliche Marken mehr zu zahlen. Und zum Beispiel hier im Bereich Biozutaten zu verarbeiten, da sagen 72%, das ist ziemlich wichtig bis sehr wichtig oder auch nachhaltig oder umweltfreundliche Produkte, da ist hier sogar von 77% aller Befragten geben an, dass ihnen das in ihrem Einkauf tatsächlich sehr, sehr wichtig sind. Das heißt, wir sind hier auf der richtigen Spur und wir sind tatsächlich von zwei Dingen überzeugt und ich nutze hier eine
die Startfolie von diesem Online-Tool, was heute auch noch vorgestellt wird. Das heißt, wir sind davon überzeugt, dass unsere Wirtschaft tatsächlich viel nachhaltiger werden muss. Und die Umsetzung der SDGs kann uns dabei absolut eine super gute Grundlage sein und bieten eine große unternehmerische Chance. Nicht nur für Startups, sondern insbesondere auch für Unternehmen aus der Agrar- und Ernährungsbranche weltweit, aber natürlich insbesondere auch hier im Oldenburger Münsterland. Ja, das heißt aber, wenn wir uns die angucken, also diese 169 Ziele, da braucht man erstmal ein bisschen und das ist alles ein bisschen theoretisch und vielleicht auch ein bisschen kompliziert. Und das Ziel, wenn ich das jetzt mal sozusagen übersetze, ist, dass wir aus theoretisch und kompliziert eigentlich konkret werden. Das ist Making the SDGs our business, wie ich das so ein bisschen verstanden habe. Das heißt, wir mussten viel im Projekt, wir mussten übersetzen, wir mussten schauen, welche Bildungsmodule konnten wir erarbeiten, viel Co-Learning, viel Innovation. Vielleicht bilden sich da auch ganz neue Allianzen. Und ich fand es total toll, die Schlaglichter, die ich so miterleben durfte, gerade in der Zusammenarbeit mit Wiesenhof, waren total bereichernd für mich und ich glaube auch für unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem universitären Kontext, weil das natürlich auch ein Experiment ist. Es ist ein Wagnis, den Unternehmenskontext mit dem universitären Kontext zusammenzubringen, weil das sind nun mal zwei grundsätzlich unterschiedliche Welten. Ingo, du lächelst so ein bisschen. Ich glaube, manchmal habe ich gesehen, dass das nicht immer so wunderbar ineinander griff, aber das ist ganz normal. Wir haben unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Tempi, unterschiedliche Prozesse. Und an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Und ich denke, das ist auch ein Top-Commitment von der PAW-Gruppe hier teilzunehmen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob die wunderschönen Marketing-Menschen dabei was gedacht haben mit diesem Zickzack, was hier auf diesen bunten Linien, die vielleicht auch so ein bisschen die SDGs-Kacheln darstellen sollen. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen diese Entwicklung, die wir hier genommen haben. Aber die geht steil nach oben. Und ich hoffe, dass wir das auch weiter noch fortführen können. Ja, genau, ich sagte es schon, also das soll als Einführung vielleicht genügen, aber möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass dies tatsächlich eine Veranstaltung von vielen ist, die nicht nur parallel, sondern auch dann auch, glaube ich, auch online noch nachverfolgt werden können, wenn da Interesse besteht. Und wir sind heute mit dem 15.12. hier im Oldenburger Münsterland als eines der zentralen Ereignisse in diesem Abschlussprojekt Reigen, der jetzt stattfindet in dem Gesamtkonsortium. Ja, und wir haben, um Sie gleich so ein bisschen interaktiv mitzunehmen, verschiedene Einstiegsfragen vorbereitet und würden Sie bitten, liebe Larissa, du musst jetzt hier mal ganz kurz was zu sagen. Du würdest die nämlich lieberweise jetzt, glaube ich, hier reinstellen. Und wir würden gerne mit einer ersten Frage beginnen. Arbeiten Sie in Ihrem Unternehmenskontext bereits mit den SDGs? Für viele kann ich das jetzt schon mit Ja beantworten, aber wir würden das gerne nochmal, das ist ein lauter Ton, wunderbar, ich kenne das neue Umfragetool nämlich noch gar nicht, aber das sieht gut aus, also klicken Sie da A, B oder C, also sind Sie schon ganz viel, also auch schöne Kategorien, viel, etwas oder gar nicht bereits im Unternehmenskontext unterwegs. Ich bitte Sie jetzt abzustimmen und dann wird die Larissa gleich die Ergebnisse präsentieren. Ja, ich sehe 13 von 21 Antworten. Gibt es schon? Vielleicht antwortet noch jemand? Ja, wir haben ja noch ein paar Fragen. Das wäre jetzt erstmal zum Warmwerden, Larissa. Ja. Mach mal. Aha, sehr gut. Was war denn B? Ein bisschen, glaube ich, ne? War so ein bisschen das Mittelding. Also mehr als die Hälfte arbeitet schon mit den SDGs. Das ist doch ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Ansatz. War C gar nichts. Das heißt, wunderbar. Also alle haben schon mal von den SDGs gehört und somit schon total gut im Thema. Vielen Dank. Die nächste Frage wäre, haben Sie schon an früheren Veranstaltungen von unserem Projekt teilgenommen? Also A wäre an keiner oder an einer oder an mehreren Veranstaltungen. Wie sieht das bei Ihnen aus? Bitte hier nochmal in die Abstimmung gehen. Okay. So. Ja.
Wunderbar. Da waren auf jeden Fall schon 70% mindestens in einer. Das ist doch klasse. Und ja, herzlich willkommen alle an die, die jetzt heute zum ersten Mal teilnehmen und dann vielleicht auch ein paar Erkenntnisse daraus ja, eben ihrer ersten Berührung mit diesem Projekt ziehen können. Liebe Larissa, wir haben, glaube ich, sogar noch eine dritte Frage, richtig? Gemutet. Es wäre super, wenn du weiter. Genau. Die dritte Einstiegsfrage wäre: Nutzen Sie bereits Lernplattformen oder frei zugängliche Lernmaterialien in Ihrem Unternehmenskontext zu den SDGs? Das heißt, haben Sie, ja, es gibt ja vielfältige Möglichkeiten, sich heute über die SDGs und die Implementierung in den Unternehmenskontext zu informieren. Nutzen Sie das schon? Ja, B ist nein oder keine Antwort. Diese Möglichkeit überlassen wir Ihnen auch. Prima. Auch hier bitte ich kurz um Abstimmung, damit die Kolleginnen das für sich abspeichern können und in die Projektdokumentation mit einbauen können. Ja, prima. Viele nutzen das tatsächlich schon und es ist sehr gut normal verteilt. Das heißt, wir haben hier, ja, vielleicht auch einige dabei, die dann unsere Lernmaterialien, die im Projekt erarbeitet wurden, tatsächlich vielleicht auch bald nutzen können. Gut, ich glaube, damit sind wir. Oh, wir haben noch eine Einstiegsfrage. Ihr habt es gut gemeint. Was erwarten Sie denn von der heutigen Veranstaltung? Hier bitten wir Sie, in den Chat zu schreiben. Also, was ist Ihnen heute besonders wichtig? Das nehmen wir dann natürlich sehr gerne aus. Also, schreiben Sie einfach Stichworte in den Chat, wenn Sie mögen, wie Sie. Und welche Erwartungshaltung Sie heute an die Veranstaltung geben. Ich glaube, es traut sich keiner, Larissa. Vielleicht können Sie im Laufe des... Ah, Nicole, danke schön, super. Die Wirtschaftsförderung Fechter macht den Anfang. Ideen und Impulse für künftige Maßnahmen, sehr gut. Und ein Netzwerk über die Projektlaufzeit heraus, sehr schön, Beata. Auch das hoffen wir hiermit angestoßen zu haben. Und falls Sie noch weitere ja, Anregungen oder Wünsche haben an die Veranstaltung, lassen Sie es sehr gerne uns das wissen. Genau, Übersicht zum Projekt SDGs Labs, Anregungen für einige Umsetzung und weitere Schritte. Was macht die UN? Das könnte vielleicht eine Frage für Marco Riekmann sein. Und wenn ich jetzt richtig bin und mir die Präsentationsrechte wiedernehme, kommen wir nämlich jetzt auch schon zu Professor Dr. Marco Riekmann. Lieber Marco, du bist Professor für Hochschuldidaktik mit dem Schwerpunkt Schlüsselkompetenzen hier bei uns an der Uni Vechter, bist aber auch Umweltwissenschaftler, wie ich auch, allerdings aus Lüneburg. Und Marco Riekmann hat sehr, sehr viele Kompetenzen, aber insbesondere ganz großes internationales Renommee im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Hier bist du zu Hause und bist sehr, sehr aktiv. Und Marco Riekmann ist Leiter dieses Projekt SDGs Labs für Vechter. Und ich freue mich sehr, dir jetzt das Wort geben zu können, denn du wirst uns nochmal einen Überblick über das Projekt geben und den Hintergrund des Ganzen dazu. Lieber Marco, du hast das Wort. Vielen Dank, liebe Barbara. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmende, es freut mich, dass ihr heute dabei seid. Und wie Barbara Grabkowski schon angedeutet oder eingeführt hat, würde ich gerne einen kurzen Rückblick, werde mich tatsächlich recht kurz fassen, weil dann im Weiteren meine Kolleginnen Larissa Jäger und Lukas Scherak noch detailliertere Einblicke in Teilaspekte dessen, was wir in den letzten 3 Jahren erarbeitet haben, geben werden. Deswegen mache ich tatsächlich nur oder werde ich nur die Einführung, was ist überhaupt das Projekt SDGs Labs? Einige von Ihnen kennen es ja schon, die meisten, glaube ich. Ich werde es trotzdem nochmal zusammenfassen. Das Projekt SDGs Labs Making the SDGs Our Business ist ein EU-Projekt, das von der Wirtschaftsuniversität Wien geleitet wird. Das ist schon die zweite Kooperation, die wir mit der Wirtschaftsuniversität Wien
durchführen. Einige Jahre davor hatten wir uns schon mal mit Sustainable Entrepreneurship im europäischen Kontext zusammen mit der WU beschäftigt und 2009 begann dann dieses laufende und bald zu Ende gehende Projekt, das also, wie Barbara Kopkowski eben auch schon sagte, dann drei Jahre und ein Monat durchgeführt wurde, eben unter der Leitung der Wirtschaftsuniversität Wien und der Universität Vechta als Co-Leitung und weiteren Partnern, die ich jetzt nicht alle einzeln nennen möchte, aber sie kommen aus vier unterschiedlichen Ländern. Neben Deutschland sind eben Österreich, Portugal und Norditalien, Südtirol genauer gesagt, Norditalien mit dabei. Und ohne jetzt alle Partner einzeln zu nennen, möchte ich es nur so zusammenfassen, dass es eben eine Mischung aus Universitäten, aber auch Wirtschaftsunternehmen wie eben Wiesenhof, aber auch Beratungsunternehmen, Genossenschaften. Das ist also eine recht bunte Mischung aus Vertreterinnen der Wissenschaft, aber auch Vertretern aus dem Bereich der wirtschaftlichen Praxis über den Agrarsektor hinaus, aber eben auch aus dem Agrar- und Ernährungssektor. Und das Ziel dieses Projektes ist, dass eben, wie gerade Barbara Kopkowski auch schon ausgeführt hat, das innovative Potenzial der 17 SDGs als Geschäftsfeld zu erschließen, ergänzend zu dem, was gerade Barbara Kopkowski zu den SDGs schon gesagt hat, möchte ich nur noch hinzufügen, dass ich auch denke, dass zwar einerseits es erschlagend sein kann, wenn man den Blick auf die mehr als 160 Unterziele richtet, andererseits ist es damit auch das erste Mal, dass Nachhaltigkeit so richtig konkret wird, weil natürlich gab es vorher auch schon Theorien zur Nachhaltigkeit, mit denen ich selber auch seit mehr als 10 Jahren arbeite, aber da wurde oft auch kritisiert, dass das eben Theorien sind, die manchmal nicht so leicht auf die Praxis runterzubrechen sind. Hier haben wir jetzt tatsächlich mehr als 17 Ziele mit mehr als 160 Unterzielen, die sehr, sehr praktisch und sehr, sehr anschaulich machen, was tatsächlich unter einer nachhaltigen Entwicklung verstanden werden kann und die eben aber auch deutlich machen, und das ist mir auch tatsächlich an der Stelle immer sehr wichtig, dass Entwicklung nicht etwas ist nur für afrikanische oder asiatische oder südamerikanische Länder, sondern wenn man die 17 SDGs ernst nimmt, dann ist Deutschland genauso ein Entwicklungsland, natürlich im Hinblick auf andere Themen. Beim Thema Armut, beim Thema Bildung sind wir natürlich relativ weit vorne, aber es gibt eben andere Felder wie der Bereich Konsum, wie der Bereich Stadtplanung, wie der Bereich Klimaschutz, wo wir durchaus nicht zu den führenden Nationen weltweit gehören, und beim Klimaschutz haben wir vieles erreicht, aber wenn man sich unseren CO2-Fußabdruck anschaut, dann gehören wir da durchaus nicht zu den Ländern, die schon nah an einer nachhaltigen Entwicklung wären. Das heißt also, darauf machen uns die 17 Ziele auch nochmal aufmerksam, dass Deutschland durchaus nicht in allen Bereichen zu den Nationen gehört, die schon besonders nachhaltig sind, und wir haben da noch viele Herausforderungen und viel Entwicklungspotenzial. Und genau das wollen wir eben besser verstehen, wie dieses Entwicklungspotenzial sich im Agrar- und Ernährungssektor dann zeigen oder umgesetzt werden kann. Und wir haben uns da zum einen gefragt, wie lassen sich dann die schon relativ konkreten SDGs, aber die ja trotzdem als globale Ziele formuliert sind und nicht speziell für den Agrar- und Ernährungssektor, also wie lassen sie sich auf diesen dann tatsächlich übertragen und dort nutzen? Welche Potenziale für Innovationen ergeben sich daraus, wenn man die SDGs im Agrar- und Ernährungssektor anwendet? Wie können Unternehmen, Startups oder auch andere Organisationen aus dem Agrar- und Ernährungssektor durch Bildungsformate bei der Umsetzung der SDGs unterstützt werden? Und auch, welche Anforderungen gibt es an diese Bildungsformate? Wie müssen die gestaltet werden? Und man sieht also, die Ziele und auch die Fragestellungen, die dieses Projekt hat, liegen so an der Schnittstelle zwischen wirtschaftlichen Fragestellungen und dann Fragestellungen, die auch quasi aus meinem Arbeitsbereich kommen, aus dem Feld Bildung für nachhaltige Entwicklung und wie Bildung eigentlich hier unterstützend sein kann und welche Formate und Methoden da geeignet sind. Das Ganze sah dann eben so aus, dass wir vor allem im ersten Jahr des Projekts uns erstmal damit beschäftigt haben, was sind die SDGs, welche Herausforderungen ergeben sich aus diesen, so eine Art Ist-Analyse auch gemacht haben. Im zweiten Schritt sollten dann eben Bildungsmodule entwickelt werden, Angebote für Unternehmen, für Startups, um mit den SDGs zu arbeiten, und auch es sollten entlang der Wertschöpfungsketten auch Co-Learning-Formate, also Formate, wo ganz unterschiedliche Akteure von verschiedenen Stellen der Wertschöpfungskette zusammenkommen. Konkret sah das dann so aus,
dass wir vor dem gerade beschriebenen Hintergrund also zuerst eine gemeinsame Wissensbasis erarbeitet haben, mit auch Experteninterviews und Fokusgruppen. Einige von Ihnen waren auch dabei und wurden interviewt. Zweitens wurden dann, haben wir uns damit beschäftigt, welche Methoden dann eigentlich besonders geeignet sind, um Lernprozesse zu den SDGs im Unternehmensbereich zu anzustoßen, und haben dann tatsächlich verschiedene Lab-Formate, also verschiedene Laboratorien quasi, verschiedene Workshop-Formate ausprobiert, auf die gleich Larissa Jäger auch noch ausführlicher eingehen wird. Und auf der Grundlage haben wir letztlich dann auch nochmal Lernplattform-Angebote, die sogenannten SDGs Academies für Startups und für Unternehmen entwickelt. Darauf wird Lukas Scherer gleich noch ausführlicher eingehen. Für die Arbeit, das war ja wie gesagt immer eine parallele Arbeit in verschiedenen europäischen Regionen. Konkret hier in der Region haben wir eben mit einigen von Ihnen dann auch im Sommer 2019 Interviews geführt, haben damit zu dieser Ist-Analyse beigetragen, haben dann auch Exkursionen zum Beispiel zu Betrieben im Rahmen eines Projekttreffens im November 2019. Da ging das zum Glück ja noch, kurz danach kam dann Corona, aber zu der Zeit sind wir auch noch mehr im Feld unterwegs gewesen, haben auch mit Studierenden mehrmals Exkursionen zu Wiesenhof durchgeführt und da vor Ort uns Betriebsanlagen, Ställe, auch eine Hühnerstelle zum Beispiel angeschaut etc. und haben somit auch eben quasi diese Ist-Analyse durchgeführt, haben dann im letzten Jahr gemeinsam mit Wiesenhof eben die sogenannten Innovations Labs, zu denen gleich Larissa Jäger noch etwas sagen wird, durchgeführt, wo es darum ging, wie können bei Wiesenhof, bei der PHW-Gruppe, noch mehr Lernprozesse zu den SDGs angestoßen werden. Und im ähnlichen Zeitraum haben wir auch ein Co-Learning Lab mit verschiedenen Akteuren aus dem Oldenburger Münsterland durchgeführt. Und im Zusammenhang der Arbeit an den SDGs Academies wurden dann auch Videos gedreht, die beispielhaft gerade auch kleinere Unternehmen, Startups zum Beispiel, auch zeigen sollen und präsentieren sollen, die in diesem Bereich der SDGs und der nachhaltigen Entwicklung schon sehr engagiert sind. Wenn Sie an Details dieser verschiedenen Teile des Projekts interessiert sind, möchte ich Sie auch nochmal darauf verweisen, dass zu all diesen verschiedenen Arbeitsbereichen Berichte entstanden sind, die auf unserer Homepage zur Verfügung stehen und dort kostenfrei heruntergeladen werden können. Ein paar Ergebnisse möchte ich jetzt zusammenfassend festhalten und nochmal auf den Punkt bringen, was haben wir in den letzten Jahren aus dem Projekt mitgenommen auf jetzt so einer generellen Ebene. Zum einen konnten wir feststellen am Anfang durch die Interviews, dass schon in vielen Unternehmen auch vor 3 Jahren schon die SDGs zumindest grundsätzlich bekannt waren, aber noch wenige Unternehmen zumindest zu der Zeit intensiver und systematisch damit gearbeitet haben. Wir konnten auch feststellen, dass Vorträge, Schulungen und andere Sensibilisierungsmaßnahmen in den Interviews auch benannt wurden als nötig, dass also Bedarf gesehen wurde, zu den SDGs mehr erfahren zu können, an Weiterbildungs- oder Veranstaltungen oder Workshops dazu teilnehmen zu können. Es wurde auch festgestellt in den Interviews, dass Fachkompetenz notwendig ist zu den SDGs, Fachkompetenz im Bereich Nachhaltigkeit, dass aber auch andere Kompetenzen, vielleicht im Bereich vernetztes Denken zum Beispiel etc., auch dazu gehören. Und das wurde auch als besondere Herausforderung in den Interviews benannt, dass die SDGs eben sehr kompliziert, hatte Barbara eben gesagt, sind. Es geht da um viele unterschiedliche Zusammenhänge, Wechselwirkungen, Trade-offs und von daher auch eine hohe Komplexität, die systemisches Denken erfordert. So wurde das von den Interviewten benannt. Das Projekt hat Methoden und Lernsettings untersucht, mit denen die SDGs in der Unternehmenspraxis umgesetzt werden können und mit denen auch dafür notwendige Kompetenzen entwickelt werden können. Und Schwerpunkte lagen dabei eben auf der Erarbeitung auch und Entwicklung von neuen Lernmethoden, auch transformativen Lernmethoden, von unterschiedlichen Methoden und Werkzeugen für Innovation und auch Innovation, auch natürlich Corona-bedingt ein Stück weit, mussten wir das Ganze dann ja auch virtuell durchführen und konnten dabei auch Erkenntnisse gewinnen und Innovationen anstoßen, wie solche Lernprozesse auch virtuell stattfinden können, und haben damit letztlich auch geeignete Lernsettings zur Umsetzung der SDGs in der Arbeitswelt im Unternehmenskontext erproben können. Und dazu wird jetzt Larissa Jäger noch ein bisschen mehr sagen, wie diese verschiedenen Lab-Formate dann unter anderem mit Wiesenhof konkret umgesetzt wurden und welche Erkenntnisse wir dabei gewonnen haben.
Ja, herzlichen Dank. Auch ich freue mich sehr, dass wir heute nochmal die Möglichkeit haben, hier zusammenzukommen. Und genau, möchte Ihnen jetzt gerne einen Einblick geben in die Innovation Labs und die Co-Learning Labs. Einige von Ihnen haben ja daran teilgenommen in unserer Region, aber hier auch nochmal, was ist insgesamt im Projekt passiert. Genau, zur Verortung. Diese Grafik hat Marc Riedmann gerade schon gezeigt. Die Innovation Labs und die Co-Learning Labs fanden also statt im Anschluss an Interviews und an Methoden, die wir uns zuerst einmal angeschaut haben. Und dabei ging es dann darum, ja, diese dann anzuwenden. Und dazu haben wir zwei Formate genutzt. Wo war der Unterschied? Innovation Labs haben innerhalb von einzelnen Unternehmen, Startups oder auch Genossenschaften stattgefunden, wohingegen die Co-Learning Labs verschiedene Personen aus Unternehmen, Verbänden oder Vereinen und auch Akteuren der Zivilgesellschaft und Politik aus jeweils einer Region zusammengebracht haben. Insgesamt sind fünf Innovation Labs und fünf Co-Learning Labs umgesetzt worden. Genau, die Ziele dabei waren bei den Innovation Labs einmal vor allen Dingen Methoden und Werkzeuge zur Förderung von Innovation und Transformation in verschiedenen Unternehmen auszuprobieren. Also der Name Labs, Labor, weist auch nochmal darauf hin, es ging explizit darum, auch ja, einmal ungewöhnliche Sachen auszuprobieren und zu schauen, funktioniert das eigentlich? Welche Effekte erzielen wir damit? Ist das interessant? Und bei den Co-Learning Labs sollten eben die verschiedenen Personen zusammengebracht werden, um zu schauen, wo sind denn eigentlich auch gemeinsame Herausforderungen und idealerweise, wie könnten wir auch an gemeinsamen Lösungen arbeiten? Das ist also das, was mit Co-Creation und Co-Learning gemeint ist. Natürlich haben wir insgesamt das auch anschließend ausgewertet und einen Bericht dazu geschrieben, eine Lernreise, die Learning Journey. Und dabei sind wir eingegangen auf die Erfahrungen von Teilnehmenden, aber auch von den Moderatorinnen aus allen Regionen, weil es eben diese explorativen Bildungsformate waren, wollten wir eben alle Beteiligten ja, untersuchen und haben dann auch geschaut, okay, welche Erfahrungen können wir daraus gewinnen, welche Schlussfolgerungen für zukünftige ähnliche Formate. Zum Design und zur Evaluation der Labs lässt sich sagen, dass wir zunächst ein gemeinsames Konzept hatten, aber festgestellt haben, dass diese auch regional angepasst werden müssen, da wir natürlich unterschiedliche Herausforderungen haben und unterschiedliche teilnehmende Zielgruppen, Unternehmen. Dazu haben wir auch interne Workshops durchgeführt in unserem Projekt und genau, haben gesagt, dass wir sie laufend evaluieren wollen. Und auch eine wichtige Erkenntnis, wo nötig, am Anfang gab es einen Plan, aber wo nötig auch Anpassungen unterwegs. Das ist natürlich wichtig, wenn man Dinge ausprobiert, dass man da offen ist für Anpassungen. Ja, hier ein kurzer Blick auf die Innovation Labs, insbesondere auf die, welche Firmen haben daran teilgenommen. Das ist einmal die Übersicht über die Regionen. Hier sieht man zum Beispiel, dass in Wien wurde mit einem Start-up gearbeitet, die ein veganes Restaurant und Lebensmittel betreiben, also Lebensmittelhersteller sind. Wir in Vechta haben mit der PHW-Gruppe zusammengearbeitet und dort insbesondere mit Auszubildenden aus verschiedenen Abteilungen der Gruppe. In Südtirol hängen Tourismus und Landwirtschaft sehr eng zusammen, deshalb hier ein ein Familienbetrieb, ein Hotel, die aber auch genau mit der Landwirtschaft verknüpft sind. In Nordportugal war es eine Olivenöl produzierende Firma und in Südportugal eine Kooperative, die unterstützende Dienstleistungen für den landwirtschaftlichen Sektor anbietet. Also man sieht hier, dass sowohl in welchem Teil der Wertschöpfungskette sind wir unterwegs, als auch mit welchen Produkten befassen wir uns, das sehr breit gefächert war. Und genau, Co-Learning Labs, hier haben wir auch unterschiedliche Ansätze in den verschiedenen Regionen genutzt. Viele haben sich zunächst mit Herausforderungen im Sektor befasst und dann geschaut, wie kann das in der eigenen Organisation umgesetzt werden. In Wien gab es den besonderen Ansatz, mit dem Ernährungsrat Wien zusammenzuarbeiten und dort an einem sogenannten Food Hub, einem Ort, um verschiedene Projekte zum Thema Lebensmittel umzusetzen, aufzubauen. Und in Südportugal haben sie sich dazu entschieden, bestimmte SDGs herauszugreifen, die dort in der Region besonders relevant sind. Also das waren die SDGs 6, 8 und 17 zu Wasser, Arbeitsbedingungen und Partnerschaften. Und ja, hier nochmal ein kurzer
Abriss über Methoden. Was haben wir denn damit gemacht, wenn die alle so unterschiedlich waren? Da will ich nur ein paar einzelne Sachen herausgreifen. In Wien, in dem Innovation Lab mit dem Startup zum veganen Restaurant, wurde der Ansatz Träumen, Handeln, Reflektieren genutzt. Zuerst also eine Vision zu entwickeln und dann Teile davon umzusetzen, zu schauen, was davon hat funktioniert und wie können wir die SDGs eigentlich an so ein Projekt dort einbringen. Genau. In Südportugal wurde beispielsweise auch ein kleines Tool entwickelt, um neue Technologien zu untersuchen, hinblicklich auf ihre Auswirkungen für die SDGs. Und alle haben natürlich eine Sensibilisierung für die SDGs als Ziel gehabt. Genau, die zu den Ansätzen bei den Co-Learning Labs habe ich gerade eben schon ein bisschen was gesagt. An manchen Stellen wurde auch Design Thinking viel genutzt und um gemeinsame Herausforderungen zu definieren und praktische Lösungen zu finden, wurden verschiedene Methoden genutzt, zum Beispiel die SDGs Loops, ein Synergien-Dreieck und andere, die auch wir in unseren weiteren Materialien, auf die wir im Workshop nachher eingehen werden, aufgegriffen haben. Ja, hier nur kurz. Wer waren eigentlich die Teilnehmenden? Das sind jetzt Teilnehmende von Innovation Labs aller Regionen. Wir hatten ja gesagt, wir haben die an vielen Stellen befragt. Und dazu auch nochmal danke an alle, die daran teilgenommen haben. Und genau, wir haben uns zum einen gefragt, wie vertraut waren Sie eigentlich zuvor schon mit Nachhaltigkeit und mit den SDGs? Und da sieht man, dass Nachhaltigkeit doch irgendwie bei vielen schon ein Thema war, wohingegen die SDGs natürlich nicht überraschend etwas weniger bekannt waren. Hier unten in dem Kleingedruckten sieht man aber auch nochmal, dass es eigentlich auch große Unterschiede gab zwischen den Teilnehmenden in den Regionen. Also man kann sich vorstellen, wenn wir jetzt mit Auszubildenden zusammengearbeitet haben, ist das eine andere Zielgruppe als in einem kleinen Startup, was sich dezidiert mit Nachhaltigkeitsfragen befasst. Und dementsprechend mussten wir natürlich auch unterschiedliche Methoden heraussuchen. Auch zur Motivation haben wir Sie befragt, warum nehmen Sie daran jetzt eigentlich teil und was erhoffen Sie sich davon? Und hier war schon deutlich, dass eigentlich viele sich gewünscht haben, Ansätze zur Umsetzung der SDGs im eigenen Unternehmen oder der eigenen Arbeit kennenzulernen und auch Anregungen für weitere Aktivitäten sowie Austausch untereinander. Und Erkenntnisse davon in kurzer Form waren, also bezüglich der Innovation Labs innerhalb eines Unternehmens haben wir immer versucht, ungewöhnliche Teamkonstellationen zusammenzubringen, Leute aus verschiedenen Abteilungen und die auch mit ungewöhnlichen Aufgaben zu konfrontieren. Dinge, die sie normalerweise nicht in ihrem Arbeitsalltag machen und um dadurch neue Ideen und Innovationen hervorzubringen. Und wir haben auch festgestellt, dass es eigentlich sehr wichtig ist, immer einen Ausgleich zu schaffen zwischen visionären Aspekten, die die SDGs ja einerseits ermöglichen, aber andererseits auch wieder konkret zu werden, weil das motiviert. Und bei Co-Learning Labs war es natürlich die Idee, Leute mit verschiedenen Hintergründen zusammenzubringen und es möglichst divers zu halten, um eben auch hier Austausch und Inspiration zu fördern. Und es zeigte sich auch, dass in den Regionen, in denen an einer bestimmten Aufgabe gearbeitet wurde, das eben sehr produktiv war, um langfristige Zusammenarbeit zu initiieren, weil man eben dazu gerade die Gelegenheit hat, ist das also auch gut, sich das für die Zukunft zu merken. Übergreifend auch nur hier herausgewählt, haben wir uns am Anfang gefragt, muss man sich eigentlich mit den SDGs integrativ, wechselseitig wirkend beschäftigen oder darf man auch einzelne auswählen und die in den Fokus rücken? Und es wurden, hat sich gezeigt, beide Ansätze können sich bewähren. Man muss sich da, glaube ich, nur bewusst sein, was man da jetzt gerade ausgewählt hat. Und Nachhaltigkeitsaktivitäten wurden natürlich auch schon vorher durchgeführt bei teilnehmenden Personen und Organisationen, aber nicht immer als verknüpft mit den SDGs betrachtet. Und wir hoffen, dass diese Labs dabei geholfen haben, dafür einen Blick zu schärfen. Und natürlich zeigt sich auch, immer wenn man was Neues ausprobiert, ist Offenheit und Aufgeschlossenheit total wichtig. Und da waren wir sehr dankbar, wenn das möglich war. Aber natürlich erfordert es auch eben einen Rahmen zu schaffen in Workshops, der Vertrauen und Kooperation fördert. An Lösungen zu arbeiten, konkreten, hat sich immer als stark motivationsfördernd gezeigt und das hat uns sehr gefreut. So, das war es schon zu den Labs im Schnelldurchlauf. Genau, ich gebe hiermit jetzt ab an meinen Kollegen Lukas Schirak.
Ja, vielen herzlichen Dank, Larissa. Meine Aufgabe ist es jetzt, zuerst mal auch von meiner Seite aus herzlich willkommen zu der Abschlussveranstaltung von SDGs Labs. Meine Aufgabe ist es jetzt, Ihnen einerseits einen Einblick in die Online-Lernplattform zu geben, sogenannte SDGs Labs Training Academies Program, und gleichzeitig auch noch ganz kurz zu umreißen die sogenannten Open Access Materialien und die zwar jetzt noch nicht zur Verfügung stehen, aber im Laufe dieser Woche bzw. spätestens Anfang nächster Woche dann auch online gestellt sein sollen. Ja, das war im Endeffekt der Abschluss unseres Projektes, nämlich aus dem Experimentieren herauszukommen und zu überlegen, was sind die Erfahrungswerte, die wir dabei gesammelt haben und wie lässt sich das in einer, sage ich mal, nicht klassischen Webseite darstellen, präsentieren und ist gleichzeitig auch ein bisschen abwechslungsreich gestaltet. Also so, dass man sagt, man hat Lust dazu, sich das anzuschauen, sich darauf einzulassen. Und aus der Idee heraus ist eben diese Lernreise entstanden, von der Idee zu schauen, was ist für mich als Unternehmen, als Startup brauchbar, nutzbar, wenn es darum um die Frage geht, wie kann ich die 17 Nachhaltigkeitsziele in meine Unternehmensprozesse integrieren. Aus dieser Lernplattform sind unterschiedliche Ebenen entstanden, die ich jetzt umreißen werde, aber nicht näher ins Detail gehen möchte, weil wir dann im Anschluss nach der Pause so ein kleines Workshop-Format gestalten werden, wo Sie dann die Möglichkeit haben, auch nochmal explizit sich diese Lernplattform anzuschauen und wir dann nochmal auch in Diskussion gehen möchten, um ein bisschen auch nochmal ein Feedback von Ihrer Seite zu bekommen, ob es da vielleicht doch noch Aspekte gibt, die von Ihrer Seite aus, weiß ich nicht, fehlen vielleicht oder zu wenig klar von unserer Seite aus herausgearbeitet sind. Ich hoffe, Sie können das zumindest in Ansätzen sehen. Das Ganze sind 6 Bereiche, also es ist quasi eine Einführungsseite. Der zweite Abschnitt widmet sich dann explizit eben den 17 Nachhaltigkeitszielen, wo es einmal um mögliche schon Umsetzungsaspekte geht in den jeweiligen Unternehmensprozessen als Anreiz. Und gleichzeitig ist es auch dann nochmal so die Frage, was weiß ich denn überhaupt über die SDGs? Ja, was weiß ich denn über die 17 Nachhaltigkeitsziele? Und aus dem heraus ist eben ein Quiz entstanden, wo zu den einzelnen Nachhaltigkeitszielen Ihnen Fragen gestellt werden, die Sie dann entsprechend oder Ihr Wissen entsprechend überprüfen können. Der nächste Schritt ist das, was wir als Inspirationsquelle bezeichnen. Und zwar haben wir in allen Ländern Interviews bzw. kurze Videos eingespielt, wo Startups, junge Unternehmen ihre Geschäftsideen vorstellen und eben auch explizit darauf eingehen, wie sie das Thema der 17 Nachhaltigkeitsziele in ihre Unternehmensprozesse bereits integriert haben. Ja, also was motiviert sie, was waren vielleicht Stolpersteine und wie funktioniert das überhaupt? Das haben diese Unternehmen unterschiedlichst dargestellt und da haben Sie die Möglichkeit, sich entsprechend auch inspirieren zu lassen. Der dritte Bereich ist dann eigentlich eine Materialiensammlung, wo wir hergegangen sind und geschaut haben, was für Materialien gibt es denn überhaupt schon? Weil ganz oft ist es eben so eine Frage, so wo finde ich denn überhaupt etwas? Ja? Und bevor man da, sage ich mal, Stunden damit verbringt, zu recherchieren, haben wir auch eben auf dieser Materialiensammlung unterschiedliche Informationen zusammengetragen in Podcast-Form, als Videos etc.
wo man sich eben auch nochmal entsprechend informieren kann darüber. Ein weiterer Aspekt, der uns wichtig war und der eigentlich quasi die Nachhaltigkeit des Projektes auch vorzeigen soll oder voranbringen soll, ist der Aspekt der Zusammenarbeit. Und da geht es uns darum, dass Sie als Unternehmen dann die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen mit anderen Unternehmen, sich kurz vorstellen können, auch angeben können, in welchen Bereichen Sie tätig sind, was Sie vielleicht gerade suchen, welche Hilfestellungen Sie benötigen. Das soll eben diese Plattform dann auch als Austauschmöglichkeit dienen. Also etwas, was ich vergessen habe zu sagen, und das habe ich jetzt absichtlich nicht so gezeigt, weil das bedeutet hätte, dass ich ganz oft auf irgendwelche Knöpfe hätte drücken müssen. Das Ganze ist begleitet durch so einen Lernprozess. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie quasi die Seite wechseln, dann werden Ihnen Reflexionsfragen gestellt, wo man dann auch eben gleich Notizen machen kann. Und die werden dann am Ende dieser Lernreise eben zusammengefasst dargestellt, wo Ihnen dann abschließend noch ein paar Fragen gestellt werden über das, was Sie bis jetzt eben an Ideen und Informationen gesammelt haben. Da eben Sachen vielleicht noch unschlüssig sind, die vielleicht noch entsprechende Unterstützung benötigen, etc. Das ist eben die eine Seite, die auf dieser Lernplattform entstanden ist, dieses Training Academies Program. Das zweite ist eben dieses Pioneers Program. Und beim Pioneers Program sind zwei Sachen entstanden, nämlich einmal Lernmaterialien für Unternehmen, die sogenannten Business Pioneer Facilitation Workshops. Die gibt es in drei Sprachen, ja, in Deutsch, Portugiesisch und Englisch, mit der Idee, einmal Ihnen den Unternehmen Materialien zur Verfügung zu stellen, um das selber in den Unternehmen zu erarbeiten. Also, dass nicht jemand Außenstehender das anleiten muss, sondern diese Materialien sind so beschrieben, so bearbeitet, dass sie in Unternehmen selbst eben auch durchgeführt werden können. Sowohl als Online-Formate oder auch als Präsenzformate. Da sind unterschiedliche Methoden beschrieben, was sie dafür benötigen, wie das entsprechend umgesetzt wird mit entsprechenden Reflexionsfragen, Ablaufplan etc. Das, was natürlich nicht enthalten ist, ist diese Grundlagenschulung für Moderatoren. Dazu gibt es aber, denke ich mal, auch im Workshop, den dann oder dem Part, den Larissa Jäger dann übernehmen wird, da die Möglichkeiten, sich auch nochmal auszutauschen. Das Letzte, was ich noch kurz vorstellen möchte, sind die sogenannten SDG Flashcards, die entstanden sind, mit der Idee, das Thema der SDGs noch ein bisschen greifbarer zu machen. Einmal kurz zusammengefasst, worum geht es denn überhaupt in dem jeweiligen einzelnen Ziel? Ja? Und gleichzeitig auch Reflexionsfragen aufzuwerfen, einerseits auf der persönlichen Ebene, aber auch bezogen auf das Unternehmen. Wie lässt sich das eben in dem jeweiligen Unternehmen und auf persönlicher Ebene umsetzen? Und wie lässt sich das auch entsprechend reflektieren? Auch das gibt es sowohl als Printversion als auch als Online-Nutzung. Und wie ich vorher schon gesagt habe, soll das spätestens nächste Woche auch dann zur Verfügung gestellt sein. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist jetzt für die nächsten 10 Minuten circa die Möglichkeit von Ihrer Seite aus zu dem, was ich vorgestellt habe, zu dem, was Larissa Jäger vorgestellt hat und zu dem, was Marco Rieckmann vorgestellt hat, von Ihrer Seite aus eben auch noch Fragen zu stellen. Ja, ganz herzlichen Dank an euch drei für die Vorstellung. Ganz besonders spannend sind natürlich die Lernmaterialien auch, die die Unternehmen dann nutzen können. Gibt es dazu direkt noch Fragen? Lukas, vielleicht eine Frage an mich, wenn du sagst, dass es Print, das steht ja als Print zur Verfügung, ist das dann so, dass man die Materialien sozusagen bestellen kann und dann kriegt man die zugeschickt oder druckt man die sich selber aus? Weißt du, wie das geplant ist? Also, so wie ich das verstanden habe, sind die
online verfügbar zum selber runterladen und zum selber ausdrucken. Also es wird von unserer Seite aus jetzt in dem Fall nicht für die nächsten 2-3 Jahre da die Kapazitäten geschaffen, da entsprechend diese Materialien dann ja, in Printversion zur Verfügung zu stellen. Prima, danke schön. Super, weil gerade so Flashcards, die finde ich ganz praktisch, wenn man tatsächlich mal, wenn man das erste Mal zum Beispiel mit Auszubildenden in Berührung, also mit, die SDGs mit Auszubildenden zum Beispiel bespricht oder mit Studierenden, stelle ich mir das ganz, ganz spannend vor, die einfach zu nutzen und dann was in der Hand zu haben. Und das ist ein niedrigschwelliges Tool, glaube ich, das man ganz gut nutzen kann. Gibt es Fragen, meine Damen und Herren? Wir sind jetzt bei 24 Teilnehmenden. Sie können die gerne in den Chat stellen. Ich sehe das erstmal nicht der Fall. Wenn ihr einverstanden seid, Lukas, Larissa und Marco, dann gehen wir einfach weiter zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt. Lieber Ingo, liebe Leonie, ich würde sagen, Floor is yours. Wir geben euch, wer macht das? Ingo, du, dann würden wir euch die Präsentationsrechte geben. Also ich würde auf jeden Fall starten, aber ich glaube, Leonie kann gerne die Präsentationsrechte bekommen. Okay, Moment, dann muss ich mal ganz schnell Leonie suchen. Wo ist sie denn? Ich würde dann einfach nur sagen, weiter, und sie hat tatsächlich den größeren Anteil. Super, okay, Leonie, du hast die Macht. Ja, dann hat sie die Macht. Ich hoffe, man versteht mich gut auch. Ich habe das erste Mal dieses Headset ausprobiert. Genau, super. Gut, dann starte ich mal. Ich hoffe, man versteht mich auch. Ich arbeite mit Apple, aber das ist eigentlich immer ganz vernünftig. Ja, auch von unserer Seite herzlich willkommen zu der Veranstaltung heute. Ich mache kurz die Einführung. Interessant ist ja wahrscheinlich für alle so, ja, Good Practice, ne? Also wie haben wir das jetzt umgesetzt? Und das war ja auch so der Anreiz, als wir damit in Verbindung kamen, ne? SDGs, also wie implementiert man die in den unternehmerischen Alltag? Das ist ja die Herausforderung. Und das hat auch dann verleitet, hier mitzuarbeiten, weil das, glaube ich, für alle Unternehmen gleichermaßen Herausforderung ist. Und wir haben auf Inspiration gehofft und die auch erhalten. Und deshalb war es auch trotz des Arbeitsaufwandes aus unserer Sicht ein lohnenswertes und erfolgreiches Projekt. Und jetzt starte ich auch kurz mit der Einführung. Ja, Nachhaltigkeit in der PRW-Gruppe. Ich halte das ganz kurz, weil in der Region kennt man uns ja. Was wichtig ist, glaube ich, für den Ausgangspunkt, wir sind eben Familienunternehmen in dritter Generation. Die vierte steht eigentlich schon so fast bereit. Und in Familienunternehmen, glaube ich, ist Nachhaltigkeit, auch wenn man es vielleicht früher nicht so bezeichnet hat, war es schon immer ein Treiber, weil die jetzige Generation möchte ja der nächsten gerne auch ein weiterentwickelndes Unternehmen überlassen. Und wir sagen auch, ja, ohne Nachhaltigkeit keine Zukunft. Das ist eben einfach ein wichtiges Thema als Unternehmen, um zu überleben. Man kennt uns als Anbieter von hochwertigen Geflügelspezialitäten. Wir sehen uns zunehmend als Anbieter von hochwertigen Proteinprodukten. Das heißt, wir entwickeln sehr konsequent den Bereich alternative Proteinquellen weiter. Nächstes Chart. Das heißt, früher hatten wir zwei wesentliche Geschäftsfelder. Einmal Geflügel mit der kompletten vertikalen Integration und Gesundheit. Und jetzt sehen wir in der Mitte, flankiert von den beiden, die alternativen Proteinquellen, das heißt pflanzliche Proteinquellen, aber auch sonstige, zum Beispiel Insekten, sei es für die direkt für die menschliche Ernährung oder für die Tiere, und auch den Bereich Cultivated Meat, wo wir ja investiert sind und das auch weiterentwickeln wollen. Weiter. Ja, und es wurde ja schon gesagt, also das Projekt, das Forschungsprojekt ist ja gestartet 2019. Und Nachhaltigkeit ist aber nicht erst seit 2019 für uns spannend, sondern relativ früh, das ist jetzt deutlich über 10 Jahre her,
haben wir in der PRW-Gruppe schon einen Nachhaltigkeitsrat gegründet. Man muss dazu sagen, vorausgegangen ist, da geht Leonie vielleicht auch noch ganz kurz drauf ein, die Ermittlung von Produkt-Carbon-Footprints für unsere Produkte über die gesamte Wertschöpfungskette. Und das war ein sehr anstrengender Prozess. Das macht man nicht mal eben so nebenbei. Und das war so die Grundlage, eigentlich sich stärker mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Nachhaltigkeitsrat, wer ist das? Das ist hier in der Zentrale, sind es im Prinzip die ja, Verantwortlichen der jeweiligen Bereiche, der wichtigsten Bereiche, also vom Vorstand natürlich, Peter Westerhahn, unser Vorstandsvorsitzender, sitzt dem Nachhaltigkeitsrat vor, aber auch seine Schwester, die ja Einkaufen Finanzen verantwortet, ist mit drin, Vorstand Produktion, Dr. Dröge, ich für den Bereich Marketing und, und. Also die wesentlichen Stellen im Unternehmen sind im Nachhaltigkeitsrat vertreten und wir haben in der Zwischenzeit ein Nachhaltigkeitsmanagement-Team aufgebaut. Und ich bin froh, dass eben heute auch Leonie Wegener, unsere Nachhaltigkeitsmanagerin, dabei ist und gleich ins Konkrete geht. Und vielleicht grätsche ich da noch mal rein, wenn ich meine, es ist nötig, um irgendwas zu verstärken. Das machen wir bei uns immer so. Wir haben auch in den Standorten dann angefangen, in den Produktionsstandorten Nachhaltigkeitsteams aufzubauen, die auch wieder aus den wesentlichen Abteilungen, den Geschäftsführern oder den Abteilungsleitern zusammengesetzt sind. Und das betrifft alle unsere deutschen Produktionsbetriebe, die eben Nachhaltigkeitsteams haben, um in den Standorten weiterzukommen. Und was noch ein Impuls war, nämlich die Zusammenarbeit mit dem Zentrum für nachhaltige Unternehmensentwicklung und was wir nun konkret gemacht haben im Projekt, würde ich direkt jetzt weitergeben an Leonie. Vielen Dank. Genau, ich steige jetzt einfach noch mal ein bisschen genauer darauf ein, wo unsere Good Practice Beispiele liegen und wo sich die SDGs in unserem Unternehmen wiederfinden. Ja, dann noch mal weiter zu unseren Praxisbeispielen. Also, wo haben wir die SDGs in unserem Unternehmensalltag, in unserem Managementsystem implementiert? Ich hatte ja vorhin schon mal angeschnitten, oder Dr. Strück ja auch, wir sind Partner des Zentrums für nachhaltige Unternehmensführung der Universität Witten-Herdecke und das schon seit 2010. Also man sieht, die Historie hat sich hier auch weitergeführt und wir waren seinerzeit Pilotunternehmen bei der Entwicklung dieses ZNU-Standards. Das war die Übersicht, haben Sie vorhin auf der ersten Folie gesehen. Was ist das Besondere daran? Also der ZNU-Standard, der vereint verschiedene Regelwerke, Standardwerke wie den GRI-Standard, der im Nachhaltigkeitsbereich bekannt ist, oder auch die Energiemanagementsysteme nach 50.001 oder Umweltmanagementsystem nach 14.001, aber auch die SDGs wurden bei dieser Nachhaltigkeitszertifizierung berücksichtigt. Das heißt für uns, wir werden zertifiziert und somit wird halt unser nachhaltiges Handeln, unser unternehmerisches Handeln ganzheitlich abgeprüft, was man hier auch noch mal einmal sieht. Also auf der rechten Seite sind zwei Parts erkennbar. Also einmal der erste Part, wo die Prüfung sich auf unser Managementsystem befasst mit vielen verschiedenen Bereichen. Also wie gehen wir mit dem Bereich Früherkennung im Nachhaltigkeitsmanagement um? Wie bilden wir unsere Mitarbeiter dahingehend? Oder wie ist auch unsere Dialogkultur aufgebaut, aber auch Zielprogramme unter dem Bereich Diagnose und Leistung gehören dazu. Im zweiten Schritt dieser Standard nochmal konkret in vielfältige Handlungsfelder im Nachhaltigkeitsbereich. Hier sieht man auch die drei Säulen, die sich widerspiegeln: Umwelt, Wirtschaft und Soziales. Bei Barbara auf der einen der ersten Folien war es ja auch so, dass man das in den SDGs sich ja auch widerspiegeln oder dass sich das da auch widerspiegelt. Und genau, also mal zum aktuellen Stand zu kommen. Wir haben 2020 unsere Firmenzentrale auch zertifizieren lassen.
Das war jetzt so der letzte aktuelle Part, damit wir nochmal ganzheitlich auch in die Wertschöpfungskette gehen können, zusammen mit den Auditoren auch zu schauen, was machen wir da eigentlich und wie wirkt sich das Handeln hier auch auf unser Unternehmen und auf die auf einen nachhaltigen Prozess aus. Und wir haben schon bereits seit vielen Jahren unsere Produktionsstandorte zertifiziert und das sind alle deutschen Wiesenhof-Produktionsstandorte für Hähnchen-, Puten- und Wurstspezialitäten. Und aktuell probieren wir auch, also da sind wir dabei, auch zu schauen und zu prüfen, wie sich das auch außerhalb von Deutschland an unseren Standorten, zum Beispiel in den Niederlanden oder in Polen, anwenden lassen könnte. Ja, und aus unserem Nachhaltigkeitsmanagement, das zudem ja auch von dem ZNU-Standard seit vielen Jahren auch geprägt wurde, haben wir Schlüsselthemen identifiziert, die auch die drei Säulen der Nachhaltigkeit abdecken, also eine ganzheitliche Sicht haben. Ökologie, Ökonomie und Soziales sind dort die Stichworte, die ja vorhin auch schon zweimal aufgetaucht sind. Und in der PHW-Gruppe haben wir sechs verschiedene Felder oder Bereiche identifiziert, die für uns wesentlich sind, um genau auch die SDGs zu integrieren, dort weiterzukommen und einen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, in der Vorstellung von Dr. Strück ist es ganz natürlich, wie man sieht, wie sich diese zusammensetzen. Also für uns ist ein Fokusthema das Thema Tierwohl und auch der immer wichtiger werdende Bereich alternative Proteine. Auch genauso wichtig ist der Bereich Soziales, also hier zum Beispiel mit dem Fokus auf den Bereich Ausbildung. In den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, gesellschaftlich, aber auch, auch intern und hat auch eine lange Historie, der Bereich Klima und ergänzen dazu die Bereiche Verpackung, Rohstoff und Futtermittel. Zu dem Bereich Klima gehen wir gleich nochmal einmal genauer ein, da wir dort nochmal ein konkretes Praxisbeispiel in Bezug auf die SDGs vorstellen möchten. Ja, unsere Learnings aus dem Bereich dieses Projektes. Wie haben wir das als Unternehmen wahrgenommen? Was haben wir mitgenommen? Also erstmal ist es so, dass wir ja schon uns lange mit dem Bereich Nachhaltigkeit beschäftigen und auch der ZNU-Standard ja auch sehr ganzheitlich aufgebaut ist, jedoch die SDGs immer noch mal eine andere Sicht haben und wie wir auch gelernt haben, manchmal gar nicht so einfach sind, in den Unternehmensalltag zu integrieren und wie muss ich die jetzt eigentlich verstehen? Also ich weiß, dass viele Diskussionen da gefolgt sind und ich habe auch ganz aktiv oder wir haben auch ganz aktiv aus dem Projektteam Wiesenhof bei der Erarbeitung der Flashcards mitgearbeitet und uns auch immer wieder die Inhalte der Workshops angeschaut. Aber wir haben einfach für uns erkannt, dass die SDGs uns helfen, Nachhaltigkeit einfach nochmal ganzheitlicher zu denken, unsere Sichtweisen auch nochmal anders zu, vielleicht auch nochmal zu strukturieren und zu hinterleuchten. Und was uns einfach auch nochmal bewusst geworden ist, wenn wir uns in verschiedenen Nachhaltigkeitsinitiativen genau engagieren, das wird gleich auch nochmal in unserem Praxisbeispiel deutlich, dann können wir wirklich einen konkreten Beitrag dazu leisten, die SDGs zu erfüllen. Ja, dann fanden wir es auch ganz spannend, das hatten ja unsere Vorredner auch nochmal erläutert, dass wir Teil der Innovation Labs waren und wir haben das ja da auch in Bezug auf einen Ideenwettbewerb umgesetzt mit unseren Auszubildenden und wir haben einfach da gemerkt oder einfach erkannt, dass es auch nochmal ganz spannend ist, sich selber zu reflektieren. Also man arbeitet tagtäglich im Nachhaltigkeitsbereich, in der Kommunikation intern sowie extern. Und da war es ganz spannend zu sehen, wie nehmen die Auszubildenden das eigentlich wahr? Also wo stehen die? Eigentlich, weil man ja immer auch aus einer rosaroten Brille vielleicht auch auf diese Generation schaut, die derzeit ja auch gesellschaftlich sehr sichtbar sind, ist es doch ab und zu so, dass das vielleicht auch gar nicht so in der Generation angeschaut ist oder einfach in unserer Gruppe der Auszubildenden noch nicht. Und da war es ganz klasse, auch den Bereich Nachhaltigkeit, der ja auch Anforderungsbereich der Ausbildung im Bereich zum Beispiel Industriekaufmann oder Kauffrau ist,
ja, zu schulen, weiterzuentwickeln. Die Uni hat da einen ganz großen Beitrag durch die wissenschaftliche Begleitung geleistet, wirklich Aufklärungsarbeit zu leisten, Kenntnisse zu schärfen. Und daraufhin haben wir dann einfach Ideen entwickelt, wo Auszubildende erkannt haben, naja, in der Abteilung oder in dem Prozess, den ich schon mal mitbegleitet habe, sehe ich die und die Innovation oder da könnte man eine Transformation anstoßen. Also es war auf jeden Fall ganz spannend und als Ausblick zu geben, also wir werden sicherlich die Workshop-Inhalte oder wir haben uns vorgenommen, die Workshop-Inhalte, die demnächst als Open Access zur Verfügung stehen, dann also für den Schulungsbereich zu nutzen, auf jeden Fall auch für unsere Auszubildenden, um da einfach, genau, also es ist ja alles vorhanden und es hat uns ja gezeigt, dass es einen guten Output gegeben hat. So, da würde ich jetzt einmal ganz kurz reingrätschen, weil ich glaube, es ist vielleicht für alle ganz interessant. Durch Friday for Future denken wir ja, die junge Generation, die ist super voll informiert über Nachhaltigkeitsthemen und sind die Treiber. Und wir hatten auch kurz Diskussionen mit der Uni Vechta, ja Auszubildende, warum nicht gleich das Top-Management? Interessanterweise, sag ich mal, sind ja die Abteilungsleiter eh schon in den Nachhaltigkeitsteams gebunden. Und wir haben gedacht, Mensch, wir müssen bei der nächsten Generation, die im Unternehmen Verantwortung übernehmen sollen, ja mal anfangen. Und die sind vielleicht auch, sollten besonders offen dafür sein. So. Und sehr spannend war, wenn man dann die jungen Menschen gefragt hat, was versteht ihr unter Nachhaltigkeit, dass dann so Antworten kamen, ja, ich gehe spazieren. Ich fahre Fahrrad an der frischen Luft. Also deutlich weniger, als man vielleicht jetzt so als ich als Grufti vermutet hätte. Und deshalb war es sehr spannend. Und dann aber diesen Impuls aufzunehmen, gleich für die Auszubildenden zu überlegen, in den Abteilungen, wo ich gerade bin, was kann man eigentlich verändern, wie sieht's aus, Papierverbrauch und also konkret zu werden, das war schon extrem spannend und deshalb werden wir es in Zukunft auch auf jeden Fall fortführen, weil das Material ist jetzt entwickelt, das war auch ein Ziel von dem Forschungsprojekt und es ist hilfreich und ich kann nur animieren, es steht allen offen, nutzen Sie es. Punkt. So, Frau Wegener. Ja, genau. Und jetzt wollen wir einfach noch mal einmal tiefer in ein konkretes Beispiel einsteigen und dafür haben wir uns einfach mal unsere Klimastrategie herausgenommen. Also es ist so, dass wir seit vielen Jahren das Thema Klima in unserem Unternehmen bearbeiten und in den letzten Jahren haben sich da verschiedene Bausteine hervorgetan, damit wir ein ganzheitliches Klimamanagement implementieren konnten. Das heißt, dass wir seit vielen Jahren den Status quo erfassen an Emissionen auf Produktebene. Das hatte Dr. Strück vorhin schon mal beim Thema Nachhaltigkeitsrat angesprochen, wie lange wir da eigentlich schon dran sind und auch auf Produktebene. Auf Standortebene erfassen wir auch unsere CO2-Emissionen. Das ist ganz wichtig, um zu sehen, wo stehen wir eigentlich, wie können wir Verbesserungen erreichen und auch über die Jahre eine Entwicklung zu erhalten und auch seine Einsparpotenziale zu identifizieren. Dann ist ein zweiter Baustein sehr wichtig, das ist die kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz. Wir haben die Nachhaltigkeitsteams an den Produktionsstandorten, Energieteams, die sich tagtäglich damit beschäftigen, hier immer besser zu werden. Darüber hinaus setzen wir Ökostrom an unseren Produktionsstandorten ein oder erzeugen vor Ort eigenen Ökostrom. Und auf diesen beiden ersten Säulen liegt auch unser Fokus in der Klimastrategie. Also es ist auf jeden Fall vermeiden und vermindern. Und da stecken wir die meiste Energie hinein, dort immer besser zu werden. Und die letzten beiden Punkte, klimaneutrale Produktionsstandorte und klimaneutrale Produkte, das rundet einfach das Bild nochmal ab, um die Ganzheitlichkeit dann auch nochmal sicherzustellen. Das heißt, dass wir die unvermeidbaren Emissionen über Klimaschutzprojekte kompensieren und
das Ganze, also diesen ganzen Prozess, den lassen wir auch immer extern überprüfen. Also wir haben an den Standorten verschiedene Managementsysteme implementiert, die sich auch mit diesen, mit unserer Klimastrategie auseinandersetzen. Das ist das Energiemanagementsystem nach 50.001, das Umweltmanagementsystem nach 14.001. Denn wie gesagt, haben wir auch die Zertifizierung des ZNU-Standards, der sich auch explizit damit auseinandersetzt. Und wir sind seit 2019 Teil der Klimaschutzinitiative ZNU+0. Das ist auch aus dem Partnernetzwerk des Zentrum für nachhaltige Unternehmensführung hervorgegangen. Und die haben sich als Ziel gesetzt, bis 2022 mit allen teilnehmenden Partnern und deren Standorten klimaneutral zu sein. Wir haben das dann 2019 schon erreicht, weil wir uns dazu entschieden haben, schon direkt zu 100% unsere unvermeidbaren Emissionen zu kompensieren. Und in letzter Konsequenz oder das Ergebnis war auch, dass wir in die Liste der 50 Climate Leaders aufgenommen wurden. Dann würde ich jetzt einfach nochmal auf unser ganz, ganz konkretes Beispiel kommen. Wir haben uns einfach mal ein Projekt herausgenommen, was wir im Rahmen unseres Klimaschutzmanagements unterstützt haben. Das war ein regionales Aufforstungsprojekt in Ahlhorn, was wir zusammen mit der Deutschen, also mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald umgesetzt haben. In diesem Bereich, also dieser Wald oder diese Waldfläche war von einer Borkenkäferplage, musste leider gerodet werden. Und jetzt wurde ein Partner gesucht, der einen Teil der Aufforstung oder die Aufforstung finanziert. Insgesamt wurden dadurch 7.000 Pflanzungen durchgeführt, die ein nachhaltiges Waldwachstum oder ein Waldbestehen sicherstellen sollen. Und im Zuge dieses Projektes können sechs SDGs näher betrachtet werden. Und da werde ich jetzt noch mal einmal kurz drauf eingehen, damit wir da noch mal einen konkreten Einblick haben, wie ein Beitrag in den einzelnen SDGs geleistet wird. Das SDG 3 bezieht sich auf oder ist Gesundheit und Wohlergehen. Wie jeder weiß, reduzieren Wälder Lärm und Schadstoffe sowie auch Staubgehälter. Und außerdem tut es, glaube ich, auch jedem gut, wenn er sich im Wald aufhält. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Also leistet ein Wald eigentlich immer für uns Menschen oder für die Welt einen Beitrag für mehr Gesundheit und Wohlergehen. Wälder leisten auch einen Beitrag für nachhaltige Städten und Gemeinde, also das SDG 11, weil sie einfach Erholungsräume bieten für alle Bevölkerungsgruppen. Das SDG 13, das ist sicherlich sehr offensichtlich, das bezieht sich auf den Bereich des Klimaschutzes. Wälder, die speichern einfach eine große Menge an CO2 und das ist auch egal, wo sie auf der Welt stehen. Sie haben immer eine positive Auswirkung auf das globale, regionale und auf das lokale Klima. Wir haben dann noch das SDG 6, also das saubere Wasser- und Sanitäreinrichtungen. Und da geht es einfach darum, dass Waldböden Regenwasser filtern und damit für sauberes Grundwasser und eine höhere Trinkqualität sorgen. Das SDG 12, das betrifft den nachhaltigen Konsum und Produktion. Und auch wenn wir nicht vorhaben, diesen Wald abzuholzen, aber Holz ist trotzdem immer noch einer der wenigen nachwachsenden Rohstoffe, die wir auf dieser Welt haben. Und das SDG 15, das ist auch ein großer Aspekt. Wälder bieten halt einfach Lebensräume für Tiere, Pflanzen und Pilzarten. Und sie betreiben auch Landschaftspflege, indem sie vor Erosion schützen, vor Lawinen und auch gegen Überschwemmung und Hochwasser einen Schutz darstellen. Genau, also abschließend, das wären unsere Praxisbeispiele. Wie haben wir die SDGs in unserem Unternehmen
implementiert. Da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viele andere Beispiele. In unserem Nachhaltigkeitsbericht von 2019 finden Sie auch erstmalig hinten im letzten Kapitel eine Übersicht, wie lassen sich die SDGs zu allen unseren Themen zuordnen. Dort finden Sie auch nähere Informationen und können Sie sich nochmal einen besseren Einblick in unsere ganz vielen weiteren Themen verschaffen. Und dann wäre von meiner Seite aus erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich übergebe es nochmal an Herrn Dr. Strück. Vielleicht hat er noch eine Ergänzung. Und ja. Danke, Leonie. Im Anbetracht der Zeit, denke ich, reicht das als kurzen Einblick. Ist alles gesagt und dann können wir an den nächsten Referenten abgeben. Genau. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide für die super spannenden Einblicke in eure Projekterfahrung. Ich würde tatsächlich auch in Anbetracht der Zeit direkt weiterleiten zunächst an Daniel Joachim. Herr Joachim, Sie haben sich, glaube ich, jetzt eingeloggt und sind bei uns. Herzlich willkommen. Wenn Sie Fragen haben, hallo, wenn Sie noch Fragen haben zu dem vorherigen Vortrag, würde ich vorschlagen, schreiben Sie die gerne in den Chat, dann gehen die nicht verloren und dann haben wir das, werden wir die auf jeden Fall nach der Pause dann gerne noch berücksichtigen. Ja, Daniel Joachim begrüßen wir ganz herzlich von der NetRocks Group aus Osnabrück. Sie haben Ihren coolen Slogan "Let's Rock the Future Together" schon hier mitgebracht, total cool. Ich habe gelesen, Sie nehmen Projekte wie Rockkonzerte, also das klingt total gut. Ihre Angebotspalette reicht von Digitalberatung über iteratives Produktdesign und Plattform- und Softwareentwicklung. Habe ich mich schlau gemacht und bin jetzt ganz, ganz gespannt, wie Sie uns hier einmal, was Sie uns hier zu berichten haben. Sie sind Leiter für strategische Entwicklung und vertreten den Wolf Goertz, der ursprünglich angekündigt war. Also herzlich willkommen, the floor is yours, würde ich sagen. Sie geben die Präsentation. Rechte haben Sie schon. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Super, vielen Dank. Genau, ja. Ich habe mich sogar schon eher eingeloggt und auch die vorherigen Vorträge mitbekommen, was auch ganz gut ist, weil sich einiges hier auch gleicht. Also finde ich auch ganz spannend, vor allem das Thema Wald und Forst, da gehe ich gleich auch noch mal ein bisschen drauf ein. Ja, und bin ganz froh, hier jetzt berichten zu können. Gut, wir waren jetzt nicht irgendwie in dieser ganzen Projektgeschichte seit 2019 mit drin, sondern sind relativ kurz erst in dem ganzen Projekt und ich hoffe, ich treffe trotzdem einigermaßen den Punkt, worum es hier heute geht, aber ich denke schon. Also ich fühle mich hier auf jeden Fall ganz aufgehoben. Also nochmal ganz kurz, Frau Grabowski, Sie haben das ja gerade schon ganz treffend formuliert, deswegen halte ich das auch relativ kurz. Wir sind tatsächlich ja, die NetRocks Group mit verschiedenen Unternehmen bei uns. Sie sehen das auf der linken Seite, Food Supply, haben wir NetRocks. NetRocks ist dann unsere Development Unit, also die Entwickler und Designer und auch Wirtschaftspsychologen bei uns vor Ort, Marketeers und der Future Service Hub, zu dem ich gleich auch noch ein bisschen was sage. Vielleicht mal kurz am Beispiel von Hamba, also die Ausgründungen, die wir haben, sind auch alle sehr gut in diese SDGs einordbar. Hamba beispielsweise erneuert komplett irgendwie dieses ganze Click- und Collect-Thema für die Food-Service-Branche. Genau, also da geht es einfach darum, wie kann eine, sagen wir mal, eine Bäckerei auch noch viel besser ihre Produkte planen. Das heißt also dem ganzen Thema Food Waste entgegenwirken und natürlich auch, also ist jetzt entstanden in der Corona-Zeit, da war also Zero Waste ein ganz großes Thema, aber auch natürlich die Distanz, Social Distancing, wie bekommen wir das hin, dass die Waren distanzlos übergeben werden können. Da haben wir uns gute Lösungen überlegt. Also es ist immer schon, ist ja auch ein SDG-Thema Gesundheit, immer schon irgendwie mit bei uns. Wir sind, kann man immer noch sagen, ein Startup, also wir sind 8 Jahre alt und in dieser ganzen Startup-Szene, in dieser ganzen Öko, ja doch aber auch Öko-Startup-Szene und im Ökosystem sehr gut vernetzt und genau, vor allem Talentsupport machen wir und ganz viel im Bereich Food Service, aber nicht nur. So, komme ich so weiter? Sehr gut. Ja, was machen wir? Professionelle Digitalisierungsberatung, agile Softwareentwicklung, Company Building, also das sind alles Ansätze bei uns, die vertreten sind. Ganz viele verschiedene Expertisen und da merken Sie schon alle, also es geht vor allem um Digitalisierung bei uns und Digitalisierung und Nachhaltigkeit stehen natürlich ganz nah beieinander.
Wir haben, ich gebe jetzt erstmal einen Einblick hier und mir sind gerade bei dem Vortrag auch noch ganz viele andere Gedanken gekommen, was wir bei uns alles eigentlich haben, was so die Nachhaltigkeitsziele hier bei uns vor Ort auch angeht. Also zunächst einmal unsere Mitarbeitenden. Wir haben hier nachhaltige Ernährung über Bio-Obst und Gemüse bei uns und witzigerweise gebe ich schon mal gleich einen Einblick in mein Privatleben. Ich komme selbst, also mein Schwiegervater hat einen Biohof, da habe ich auch viele Jahre mitgearbeitet und deswegen habe ich zur ganzen Nachhaltigkeitsszene in Sachen Ernährung auch eine sehr enge Verbindung. Wir haben hier eine freie Pausengestaltung, also jeder kann je nach seinem Biorhythmus sozusagen dann auch seine Pausen nehmen. Und es gibt einen eigenen Fitnessraum, ist ausgelegt, also da kann man auch Yoga machen oder Gewichte stemmen, wie man gerne möchte. Das Thema Gesundheit ist bei uns ganz vorne, hat natürlich auch einen Business-Aspekt. Wir wollen, dass es unseren Leuten hier gut geht und dass sie dann natürlich auch gerne längerfristig an unser Unternehmen gebunden sind. Das kann natürlich auch immer ganz parallel gesehen werden. Beispielsweise sitze ich hier jetzt gerade auf einem Vollholz-Schreibtisch. Also wir sind sehr holzmäßig hier eingerichtet. Das ist das, was mir jetzt gerade noch kam, mein Thema. Also es ist natürlich kohlenstoffgebunden, der Tisch, an dem ich hier gerade arbeite. Wir sind quasi ein papierloses Büro. Also wir haben über 30 Mitarbeiter hier. Wir haben einen Drucker. Einen. Und wenn ich mal irgendwann nachmittags was ausdrucke, ist der häufig noch gar nicht angewiesen. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz, ganz schöner Aspekt hier. Wir haben eine hohe Geschlechterdiversität, also wir haben ungefähr gleich viele Männer und Frauen hier bei uns, gemischte Büros, Gehälter sind da auch nicht irgendwie von betroffen, von diesem Männchen-Weibchen-Unterschied, sondern es geht dann nach Performance und Verantwortung hier bei uns vor Ort. Und wir sind immer mehr daran gelegen, natürlich auch ein klimapositives Unternehmen zu werden oder auch klimapositive Unternehmen zu schaffen, nämlich unsere Kunden. Wir haben hier Carsharing-Ansätze, also wir haben alle Möglichkeit, hier auf Carsharing zuzugreifen über unsere Firma. Wir haben eine Future Forest Initiative gegründet im Harz zur Waldaufforstung, die ein ganz wichtiges Standbein jetzt auch wird, also neben dem Foodservice-Bereich. Und natürlich schaffen wir es ja auch durch Digitalisierung, die Kunden dann zu nachhaltigem Handeln zu bewegen. Also das könnte ja wahrscheinlich dann auch noch auf das Klimakonto einzahlen. Ja, genau. Wie kommt das eigentlich, dass wir da so viel unterwegs sind? Und eigentlich sind das fast ausschließlich unsere Mitarbeiter. Also die sind alle extrem jung. Ich bin 40. Ich bin bei weitem der Älteste hier bei uns. Also selbst unser Chef Wolf Görns ist nochmal 3 Jahre jünger als ich. Das ist mir in den vorherigen Unternehmen nie passiert. Da war ich immer so der junge Spritzige. Und hier ist so das Durchschnitt. Also wir haben Senior-Entwickler und Berater hier, die sind 30. oder so, aber haben schon 10 Jahre Erfahrung. Und das ist ganz, ganz erstaunlich. Und die Leute hier vor Ort, also die Kollegen, die ich hier habe, und bei mir ist es ja auch so, ich komme ja aus dem Biosektor, die leben einfach Umweltschutz, Nachhaltigkeit, nachhaltigen Lifestyle auch komplett außerhalb des Unternehmens. Also über 50% der Leute hier sind Vegetarier und auch nochmal in Richtung Wiesenhof, genau der richtige Weg, in alternative Proteine zu gehen, aus meiner Sicht. Ganz wichtiges Thema. Oder auch nochmal zum Thema Auszubildende. Ich habe mit dem Auszubildenden, der jetzt neu, oder mehrere Auszubildende und einer von denen, habe ich eine YouTube-Food-Taste-Session gemacht. Also für niedersächsische Food-Startups haben wir ausprobiert. Da haben wir die ganzen Sachen hier gehabt bei uns vor Ort und ich hatte ihn dann damit beauftragt, einfach mal so ein paar Bewertungskriterien an den Tag zu legen. Und das hat er auch gemacht. Und das war fast alles Nachhaltigkeitskriterien, die er da anbrachte. So, und darüber haben wir dann auch die ganze Zeit gesprochen in diesem in dieser kleinen Session, die ist auch noch online, kann man sich mal angucken. Also bei uns ist es auch so, dass auch die Auszubildenden dann schon ganz, ganz eng an diese Themen sind. Und das treibt uns natürlich als Unternehmen. Also von innen heraus einfach ein Drang nach mehr Nachhaltigkeit, ansonsten hat ihr nämlich keine Lust zu arbeiten, wenn wir jetzt Themen bearbeiten, die quasi in die Gegenrichtung gehen. So, und das soll halt auf gar keinen Fall sein. Und deswegen ist für uns Digitalisierung und Nachhaltigkeit ganz, ganz eng. Genau, und deswegen, also habe ich jetzt mal versucht, so ein bisschen rauszuarbeiten, worauf wir eigentlich genau Wert legen. Jetzt gerade haben wir für unseren Future Service Hub nochmal die Webseite bearbeitet und es geht immer darum, vor allem menschenzentriert zu arbeiten. Es soll darum gehen, also für Kolleginnen und Kollegen, für die Kunden gute Gefühle zu schaffen. Es soll Freiheit, Sicherheit, Gesundheit, Selbstbestimmung gefördert werden und nicht der andere Weg, dass also Digitalisierung irgendwie dazu führt, dass die Menschen versklavt werden. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, wie das zusammenhängt. Digitalisierung soll der Gesellschaft dienen, Zusammenhalt fördern,
anstatt zur Spaltung beizutragen. Also es geht darum, auch alle Leute immer mitzunehmen, unabhängig auch vom Alter oder von irgendwelchen Einstellungen oder wie auch immer. Schutz von Ressourcen, also das spielt bei uns auch immer eine ganz wichtige Rolle, wenn wir mit den Kunden in die Projekte gehen. Wir sind nicht so, dass wir sagen, okay, ihr sagt uns jetzt, was wir entwickeln sollen, sondern wir gehen immer proaktiv mit rein und geben unsere Ideen mit in die ganzen Gespräche. Dadurch ist auch dieser Food Service Hub entstanden. Und da bringen wir eben auch sehr viel von unserer Seite, eben von den jungen Kollegen, auch immer wieder Nachhaltigkeitsaspekte mit rein. Ja, genau, Einblick in unsere Arbeit. Was machen wir zum Beispiel? Das ist jetzt ein bisschen klein, aber das könnt ihr dann auf unserer Homepage auch gerne mal nachlesen. Also das hier sind jetzt einfach beispielhaft mal drei Projekte. Bring and Ring wären ganz zu Anfang der Corona-Krise schon entstanden. Also Leuten aus der Risikogruppe zu helfen, ihre Einkäufe zu bekommen. Also es ist eine Plattform, auf der sich dann Nachbarn eintragen können, dass sie bereit wären, Einkäufe zu erledigen. Oder das zweite da in Blau ist One Agri Food. Das ist beispielsweise das, was ich gerade schon berichtete mit unserem Auszubildenden, dieser Food-Taste, den wir gemacht haben. Da, das haben wir weiterentwickelt zu einer großen Plattform. One Agri Food heißt die und dort kann man sich anmelden und kommt damit Startups in Kontakt. Und wirklich jedes Startup im Bereich Food und Agrar hat diese Nachhaltigkeitsthemen vollkommen auf dem Schirm. Auch unabhängig vom Alter. Wir haben Gründer bei uns gehabt, die über 50 waren, aus dem Hochschulbereich. Und das war auch immer das allererste, worum es ging. Welchen Wert hat unsere Entwicklung hier, unsere Digitalisierung für die Gesellschaft? Wie bringen wir die Gesellschaft weiter nach vorne? Wie schützen wir das Klima? Also ganz großartig. Dann ganz rechts in Rot, da haben wir mit der Caritas zusammengearbeitet. Da geht es darum zu gucken, okay, ich möchte gerne helfen, wo kann ich helfen? Also auch wieder plattformbasiert. Und ich glaube, da wird es nochmal ein bisschen deutlicher, was ich damit meinte gerade, dass wir Gesellschaft nach vorne bringen wollen, dass wir menschenzentriert arbeiten möchten und so eben die Verbindung zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit sehen. Nicht nur, also natürlich auch in der Effizienzsteigerung, denn durch Effizienzsteigerung werden natürlich auch weniger Ressourcen verbraucht. Und wir haben als kleines Unternehmen natürlich auch immer ganz vorne mit dabei den Business-Aspekt. Also Nachhaltigkeit bedeutet für uns nämlich auch, dass auch ein tragfähiges Geschäftsmodell daraus wird. Ja, genau, wir sind Networks Future Service Hub. Also das ist einfach nochmal so ein Einblick. Future Service Hub ist hier bei uns eigentlich entstanden aus einer Initiative von der Hochschule und uns. Wir arbeiten ganz eng zusammen schon lange in Hochschulprojekten, so Praxisprojekten, in denen wir Challenges bearbeiten, also Unternehmen aus dem Food-Service-Bereich sagen uns, was ihre Ideen sind, wohin sie gerne gehen möchten und wir stecken unsere Köpfe zusammen und entwickeln daraus Lösungen und daraus wurde dann mehr und mehr eine große Verbindung der verschiedenen Akteure, quasi so ein gemeinschaftliches Netzwerk, um zu überlegen, wie kommt denn diese ganze Food-Service-Branche weiter nach vorne, wie können wir uns weiterentwickeln, wie können wir diesen Transfer überhaupt gemeinsam gestalten. Und deswegen geht es jetzt diesen Future Service Hub, um genau diese Themen zu kanalisieren und zu zentralisieren und besser bearbeiten zu können. Und genau, da sind also jetzt auch schon einige Unternehmen, die auch schon lange mit uns zusammenarbeiten, mit dabei. Food Service ist der ganze Außerhausessensbereich, also alles, was irgendwie zubereitet wird, ausgeliefert wird, Betriebskantinen, sowas. Ne? Das ist dieser ganze Food Service Bereich, also von Burger King bis McDonald's natürlich auch, aber die Bäckerei vor Ort gehört genauso mit dazu. Ja, das ist nochmal so ein Bild, da sieht man Future Forest auf der linken Seite und Smart City House, hatte ich jetzt noch gar nicht erwähnt, das ist der ganze Bereich Stadtentwicklung, nachhaltige Stadtentwicklung, in dem wir auch beteiligt sind. Das sind sozusagen die Säulen, die sich jetzt mehr und mehr rechts und links unseres Unternehmens dann auch bilden. Und da sind Nachhaltigkeitsthemen einfach extrem relevant. Future Forest hat viele Initiativen um Startups mit nachhaltigen Ideen, was mit Forstwirtschaft zu tun hat, mit etablierten Forstwirtschaftsunternehmen zusammenzubringen und dann neue Lösungen voranzutreiben. Und Smart City House ist ganz ähnlich, da haben wir uns mit Unternehmern hier aus Osnabrück zusammengetan, gemeinsam die Beteiligungsgesellschaft gegründet und wählen jetzt sozusagen, ne? Wir sind Accelerator, arbeiten mit Startups zusammen und die sind auch alle nachhaltig engagiert. Also das ist vom Bike-Sharing, von der Bike-Sharing-Idee bis hin zu einem ganz neuen Konzept für Kaminfeuer ohne Abgase.
Also das sind wirklich ganz interessante Entwicklungen, an denen wir da ganz eng beteiligt sind. Und in der Mitte steht eben unser ganzer Food-Service-Bereich mit den eigenen Unternehmen, die wir auch gegründet haben, und dem Future-Service-Hub, der hier mehr und mehr zu diesem, ja, also ja, Laboratory wird, mit eigenem Store, um die Entwicklung dann auch ausprobieren zu können. Ja, also die SDGs, ich habe das hier mal unterteilt, ich zeige jetzt mal weiter, also wir haben halt externe und interne, so habe ich das jetzt mal genannt, die externen, also die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, das geht so ganz viel natürlich in die Richtung, die wir gerade schon gesehen haben bei dem vorherigen Vortrag vom Wiesenhof. Und also auch hier oben rechts, Nummer 6 zum Beispiel, Clean Water and, ja, was steht da? Sanitation. Ja, ja, also genau diese Sache, dass durch den Wald natürlich Trinkwasser dann auch gefördert wird und Wasser gefiltert wird. Da will ich jetzt nicht nochmal einzeln drauf eingehen, weil ich natürlich jetzt auch schon wieder über meine Zeit bin. Und intern geht es uns natürlich darum, irgendwie unsere Mitarbeiter hier einfach gesund zu halten, Angebote zu machen und auch Spaß bei der Arbeit zu haben. Das gehört für uns natürlich auch mit dazu, zu Nachhaltigkeitszielen. Ja, genau. Ich hoffe, das hat euch gefallen und Ihnen, und Sie haben so einen kleinen Eindruck bekommen in diese Startup-Welt und wie es uns und unseren Kollegen hier vor Ort geht. Danke. In dem Sinne würde ich mich erstmal schon mal bedanken, dass Sie hier heute dabei waren und einerseits sich, hoffen wir zumindest, damit nochmal einen Eindruck verschaffen konnten, was in den letzten Jahren in dem Projekt passiert ist und was da vor allen Dingen auch für Sie von Nutzen sein kann. Und ich denke, jetzt gerade in der letzten Workshop-Phase konnten Sie ja nochmal ein bisschen genaueren Blick richten auf die Materialien, die Unterstützungsformate, die entwickelt worden sind. Und ich denke, soweit ich das mitbekommen habe, dass es auch die ein oder andere Rückmeldung gab, mit der wir was anfangen können und wo wir auch nochmal gucken können. Und wenn es zum Beispiel die Information ist, dass bei Wiesenhof manche Seiten geblockt werden, ich meine, das war uns ja vorher schon bekannt, aber auch solche Informationen sind immer nochmal wichtig. Aber es gab auch andere Hinweise, denke ich, die uns da weiterhelfen können. An dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall verweisen nochmal auf die Homepages, einmal hier links, und vielleicht mag das auch mal jemand von euch, Larissa oder Lukas, Beata, in den Chat kopieren, aber Sie können ja die Materialien auch später bekommen, dann haben Sie da auch nochmal einmal den Link zum Gesamtprojekt, aber eben auch den Link, um den es heute jetzt ja auch dann in der letzten Phase ging, mit den teilweise ja noch gerade in Fertigstellung befindlichen SDGs Academies Materialien. Und und jetzt bin ich etwas irritiert, Larissa, dass der Foliensatz hier zu Ende ist, weil ich dachte eigentlich... Ja, das ist, glaube ich, der andere Foliensatz, der hat noch eine Frage, ne? Genau. Dann mache ich das aber einfach so. Ich glaube, ich erinnere mich auch, ich dachte nur, stehe ich auch auf der Folie, aber ich kriege das auch so hin. Also zum einen würde ich dann nochmal fragen wollen, gibt es noch Rückfragen, die sich jetzt noch ergeben haben? Gibt es noch Verständnisfragen, irgendwas, was Sie noch aufgefallen ist, vielleicht auch eben in dem Workshop, irgendwas, was Ihnen noch in den Sinn gekommen ist, dann wäre das jetzt die Gelegenheit, das noch anzusprechen. Das wäre meine erste Frage. Und ich warte mal kurz, ob es da noch irgendwelche Anliegen gibt. Wenn das im Moment nicht der Fall ist, dann würden wir uns noch um ganz kurzes Feedback, und auch wenn wir jetzt keine so große Runde mehr sind, machen wir das trotzdem, würde ich sagen, nicht mündlich Reihe rum, sondern per Chat. Und da schreibt Larissa Jäger auch schon den Satz im Chat. Bitte vervollständigen Sie den Satz. Ich gehe heute aus dem Treffen und nehme mit. Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Satz aus Ihrer Perspektive vervollständigen könnten und das in den Chat schreiben, als kleine Rückmeldung an uns, was Sie heute besonders mitnehmen. Das kann natürlich positiv sein, muss aber nicht. Wenn Sie auch kritische Gedanken mitnehmen oder so, dann dürfen Sie das natürlich auch gerne schreiben oder fragen. Genau, und ich warte jetzt einfach mal kurz und gebe Ihnen die Gelegenheit, darüber nachzudenken und einen Halbsatz dazu zu schreiben.
dieser neueren Fassung von Big Blue Button kann man nicht mehr sehen, ob noch gerade jemand schreibt, aber ich sehe, da kommen noch weitere Wortmeldungen. Vielen Dank. Die ich schon gesehen habe, ja, Ingo Strück, denke ich auch, sozusagen aus unserer Projektperspektive selber, freut mich das auch, dass wir jetzt doch auch gerade in den letzten Monaten noch mal einiges auch wie diese Videos noch andere praktische Dinge erstellen konnten. Und ich freue mich auch darüber, heute schon das ein oder andere positive Feedback gehört zu haben und bin gespannt, wie damit weitergearbeitet werden kann. Ja, und das lese ich teilweise auch aus den anderen Wortmeldungen, dass doch offensichtlich diese Materialien, die Seiten, die auch teilweise vorgestellt wurden, oder die Arbeitsmaterialien, die vorgestellt wurden, dass offensichtlich die auch für Sie im unternehmerischen Kontext von Interesse sein können. Das freut uns. Teilweise wurde ja auch angesprochen, dass manches noch nicht ganz fertig ist. Das wird jetzt in den nächsten Wochen bzw. bis Ende Januar alles fertiggestellt werden. Von daher an dieser Stelle auch die herzliche Einladung an Sie, dann im Januar nochmal die Seiten, gerade auf die SDGs Academy Seite zu konsultieren und sich dann anzusehen, wie das Endprodukt dann aussieht. Und ja, wir hoffen, dass Sie damit, wie eben schon gesagt, nochmal einen Eindruck bekommen konnten, auch was wir Ihnen jetzt aus diesem Projekt heraus zur Verfügung stellen. Natürlich, wie das immer bei Projekten der Fall ist, dieses endet jetzt, aber das heißt ja nicht, weder für die Universität Vechta als Ganzes noch für die beteiligten Teile der Universität und beteiligten Einheiten und Institute, dass wir diese Themen nicht weiter bearbeiten werden. Ich bin ganz sicher, dass wir weiter auch mit den SDGs am Ball sein werden, sicherlich auch in dem einen oder anderen Projekt auch zukünftig wieder auf Sie zukommen werden für weitere Kooperationen. Und schließe, dann würde ich einfach sagen, 2 Minuten vor der Zeit. Bedanke mich bei Ihnen auch nochmal ganz herzlich, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Einige mussten sich offensichtlich dann ja früher verabschieden. Schön, dass Sie bis zum Ende dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag, einen guten Dezember, schöne Feiertage. Auch kommen Sie gut ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund. Wir wissen alle ja nicht so recht, was mit Omikron auf uns zukommt. Und ich sehe, Ingo, du hebst die Hand gerne. Darfst auch du. Ja, vielleicht. Ja, nee, ich möchte dir gar nicht ins Wort fallen. Ich wollte nur sagen, wenn alles fertig ist im Januar, wäre es vielleicht ganz gut, dass es gibt ja diese UEM-Nachrichten, die alle Firmen kriegen, dass wir das dann mit den Links da reinsetzen, weil für den einen oder anderen ist dann vielleicht doch nochmal eine Inspiration. Das nur mal kurz als Hinweis. Ja, das werden wir gerne auch machen. Sicherlich ist es ja auch so, dass es auch für andere Akteure interessant sein könnte, die heute nicht dabei waren. Von daher hast du völlig recht. Wir werden sicherlich auch nochmal über verschiedene Kanäle, soziale Medien, Newsletter und so weiter dann auch das nochmal streuen. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Gut, ja, dann noch einen schönen Abend und bis ein anderes Mal hoffentlich. Und bleiben Sie weiter am Ball, auch was dieses Thema angeht. Vielen Dank.